Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe ihn mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich stelle mir diese Begegnung von Johannes und Jesus heute ein bisschen vor. Den ganzen Tag begleitet mich schon das Evangelium. Wie war es für den Johannes? Also der war da am Jordan, zu ihm sind Menschen gekommen, er taufte sich, dass sie sich bekehren, und er hat es geahnt irgendwie. Also Gott hat es ihm eingegeben: Da wird einer kommen, der größer ist als du, dem du vorausgehst. Wie ist es für ihn gewesen, wie er Jesus erblickt hat? Woran hat er ihn erkannt? Das ist eine gute Frage, die ich mir heute stellen möchte. Weil das Evangelium berichtet es auf diese Weise, dass der Johannes da am Jordan steht, tauft und erblickt plötzlich Jesus. Und das Erste, was er sagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Also er sieht Jesus und weiß es gleich. Das ist er. Jesus muss nichts sagen, Jesus muss kein Schild herumtragen, Erlöser, Messias oder sonst was. Er kommt und man sieht es ihm an. Man sieht es Jesus an, dass er der Sohn Gottes ist, der Auserwählte, das Lamm, das geschlachtet wird. Schöne Geschichte. Die nächste Frage ist: Was hat es mit meinem Leben zu tun? Was will mir dieses Evangelium vermitteln? Also was kann ich für mich dem Text abgewinnen? Damit das Wort Gottes wird, etwas Lebendiges, Lebensspendendes. Ich glaube, es ist wichtig, sich selber zu fragen, ob ich in den Menschen, die mir begegnen, auch Gottes Angesicht sehen kann. Ob ich in einem Menschen, der auf meinem Lebensweg irgendwie erscheint, zu dem ich komme, ob ich sagen kann: Ja, Gott ist in mir, in ihm oder in ihr mir begegnet. Hast du solche Menschen, die du getroffen hast und sagen kannst: Da war Gott in dieser Begegnung? Und diese Frage ist nicht so belanglos, wie sie klingt, weil das ist auch die Botschaft der Bibel, dass wir Menschen zum Abbild Gottes geschaffen sind, als ein Abbild Gottes. Also in uns soll etwas durchleuchten, erkennbar werden,
was Gott ist oder wer er ist. Und wenn du einem Menschen begegnest, was hindert dich daran, das Angesicht Gottes im Gesicht dieses Menschen zu sehen? Es gibt bekanntlich auch Menschen, die Nervensägen sind. Ich bin auch manchmal eine Nervensäge für meine Mitbrüder oder für Menschen, mit denen ich zusammen mehr zu tun habe. Das ist so, wenn man sich näher kommt, gibt es auch da Berührungspunkte, die auch ein bisschen für Aufregung sorgen. Es ist menschlich. Und wie kann ich trotzdem, wenn für mich jemand schwierig ist anzunehmen, also ihn als Person anzunehmen, wie kann ich trotzdem in ihm, in ihr auch Gottes Anwesenheit erkennen? Ja, zuerst muss man bemerken, wo das Problem ist. Wenn ich mich mit jemandem schwer tue, dann muss ich mich selber fragen, warum? Ich bin so frech und wenn jemand ein Problem mit mir hat, sage ich immer, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Du hast ein Problem mit mir, nicht ich. Man muss sich das auch bewusst machen, dass wir die Menschen, die uns begegnen, nicht so annehmen können, wie es sein könnte. Das ist meistens etwas, was in uns ist. Und das heißt nicht, dass du jetzt Falsches machst oder ein schlechter Mensch bist, sondern es ist einfach in dir, in mir, dass wir uns manchmal schwer tun mit anderen. Und dieses zu sehen, dieses zu bemerken, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wenn du es schon bemerkt hast, dann kannst du etwas da unternehmen. Nicht, damit du dieses Problem aus der Welt schaffst. Es geht nicht darum, dazu gibt es Behandlungen, da kann man sich mit einem Psychologen treffen, um das zu ergründen, warum und wie man das machen kann, oder was weiß ich schon, sich beraten lassen von jemandem, um ein Problem zu lösen. Wir als Christen sind dazu vielmehr eingeladen, zu schauen. In mir ist dieses Problem, okay, und bis ich es also dieses Problem gelöst habe, heißt es jetzt, dass ich dem Menschen immer so begegnen muss? Dass ich in ihm nichts Gutes bemerken kann? Das kann nicht sein. Wir sollen Wege in unserem Leben finden, du und ich, wie wir trotzdem, wie wir manchmal sein können, also diese Menschen annehmen, die auf unserem Lebensweg immer wieder auftauchen. Also, ich lade dich dazu heute ein, vielleicht in den nächsten Tagen bewusst Menschen zu begegnen und zu schauen, tue ich mich da schwer mit diesem Menschen oder nicht? Und wenn ja, wo ist das Problem? Klar, dieser Mensch kann unangenehm sein, unmöglich, klar. Aber warum kann ich ihm nicht begegnen? Frag dich selber. Du wirst sicher solche Menschen treffen, jetzt nächste Woche. Und wenn nicht, kommt zu mir. Ich mache es euch schwierig. Kein Problem. Und dann, wenn du dich schon gefragt hast, wo das Problem ist, dann frag dich weiter, wie kann ich trotzdem diesen Menschen annehmen? Und du wirst eine Ohnmacht erfahren, weil man es nicht automatisch ändern kann, das bedarf viel Arbeit und manchmal gelingt es überhaupt nicht, wie viel man auch investiert, aber du kannst dich auf Jesus verlassen, auf seinen Geist, der uns alle antreibt, Kraft der Taufe und der Firmung. Er befähigt dich dazu und er sagt es uns auch zu. Du kannst es. Du kannst den Menschen gut begegnen. Du kannst in den Menschen, denen du begegnest, mein Angesicht sehen. Man muss sich nur darauf einlassen. Woran hat Johannes
es erkannt, dass Jesus der eine ist. Woran? Das ist die Frage, die man sich heute stellen muss. Und die Konsequenz daraus ziehen, woran kann ich erkennen, dass Gott in den Menschen in meinem Leben zu mir kommt? Ich lade euch dazu herzlichst ein, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Das ist etwas Wichtiges, besonders in der Nachfolge Christi.